Ein herzliches Willkommen, Leute, zur nächsten Achtelfinalrunde, und zwar ich selber gegen Aaron Ritter 1, 2, 3, 4. Ja, und wir haben einfach mal Völker genommen und einfach mal Karten genommen, die wir einfach im Normalfall nicht nehmen. Ich habe Inka genommen, ja, und der Aaron hat die Goten genommen, die spielt er eigentlich sonst auch niemals. Und wir haben auch der Karte Tal gespielt, habe ich auch selber noch niemals gestartet. Hat er ja auch keinen Plan, was hier eigentlich genau zu tun ist, was sie ja hier genau machen müssen. Und was mir erst aufgefallen ist, nachdem ich das Spiel gestartet habe, die Inka haben diesen, haben einen Vorteil eben, dass ein Haus anstatt 5 Bevölkerung gleich 10 ja, wirkt. Es wirkt kurz als 10 weitere Bevölkerungslimitzahl, ja. Und das ist halt schon ziemlich, ziemlich geil, muss ich echt mal sagen. Und ja, wir haben einfach eine ziemlich ruhige Runde gespielt. Es war eigentlich, ja, eine ziemlich gediegene Runde, wie gesagt. Und wir haben da nicht viel Stress geschoben, muss ich echt mal sagen. Also wir haben echt viel mit vielen Angriffen und so gewirkt. Ich habe einfach ein bisschen ausgeschafft mit meinem Scout hier noch, ja. Und habe erstmal schön viel auf die Nahrung konzentriert. Wir haben ja viele Lamas eben, er eben auch. Und ja, er eben als Goten hier oben. Und ich finde das eigentlich ziemlich schön aufgeteilt hier. Diese eine ganze Landschaft dann dazwischen, dieser Fleck. Mit den ganzen kleinen Küstenzwischen noch. Und dann hier eben seine ganze Seite. Ist eigentlich ziemlich cool aufgeteilt. Also eine schöne Karte auf jeden Fall. Und auf jeden Fall viel zu entdecken. Ohne Zweifel. Ich habe hier seine Lamas noch geklaut. Ne, er hat es wieder genommen, okay. Ja, auf jeden Fall. Stein extrem gut platziert hier eigentlich. Aber Stein ist halt einfach so das unwichtigste. Der unwichtigste Rohstoff am Anfang. Außer wenn man natürlich mit Türmen rushen möchte, was nicht oft passiert. Ansonsten, meine. Upsala, hier. Seine Nahrung ist extrem gut gesetzt. Also, obwohl, eigentlich ist sie ziemlich scheiße gesetzt. Muss ich mal sagen, also, diesen, da kommt man gar nicht so gut ran. Man kann halt anfangs nur diese beiden oder vielleicht noch diesen Teil hier angraben, ja. Aber es ist auf jeden Fall sicher. Das ist sicher, ja. Das ist sicher. Das ist echt so. Und. Ja, ansonsten Holz auch ziemlich gute Lage. Gold auch mehr oder weniger gute Lage. Wobei man sieht hier schon, man kann eigentlich ziemlich gut und ziemlich leicht vor allem die Leute hier von der Arbeit fernhalten. Ein bisschen nerven. Und der Speer macht einfach gerade nichts. Der sollte ein bisschen rumlaufen. Das wäre auf jeden Fall etwas wichtiger, einfach um zu schauen, was ist denn so um mich herum? Was gibt es so für Rohstoffe? Wie sieht momentan meine Lage aus? Und ja, schickt hier gerade ein paar Lamas noch zur Arbeit. Hier einige Rehe in der Mitte. Wow, also ziemlich viele Rehe. Ist mir das jetzt mal aufgefallen. Ansonsten meine Nahrung auf jeden Fall sehr gut gesetzt. Die ganzen Beeren. Extrem gut hier. Direkt hinterm Dorfzentrum. Beide Goldstücke. Extrem geil gesetzt. Wenn man das hier gut abriegeln kann. Also hier vielleicht noch einen Turm baut oder so. Vielleicht ein zweites Dorfzentrum. Dann ist es auf jeden Fall extrem gut gesichert. Die Holzvorräte auf jeden Fall auch sehr gut lagen, sehr gut in den Ecken nochmal reingebaut. Ansonsten Stein eher schlecht hier noch mit einem Berg, mit einer Anhöhe, ja. Das ist jetzt ziemlich schlecht. Das hier auch nicht besonders gut, kann sehr leicht angegriffen werden. Das Gold extrem schlecht, wenn man keine Kontrolle in der Mitte hat. Ansonsten, ja, ich fange ja auch schon mit Feldern an, die ganzen Lamas sind auch schon weg, erkunde hier noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, es gibt hier nirgends so riesengroße Gebiete mit Wald, aber immer so kleine Stückchen, ja. Und wenn man da gute Positionen hat, dann kriegt man auf jeden Fall auch gute Stellen. Ja, ich gehe schon in Richtung Gold, habe auch schon zur Feudalzeit hochgeklickt. Und ich wollte hier einfach mal schön viel farmen. Ich wollte eigentlich gar nicht viel angreifen. Habe eigentlich eher ein bisschen Zeit genommen für das Ganze. Habe mir ja hier keinen großen Stress geschoben, wie schon gesagt. Und ich denke, bei dem Aaron war es in der Vergleich. Ich habe die Kaserne hier ganz hinten gebaut. Wäre ich schlauer, sie irgendwie vorne zu bauen. Einfach, dass die Einheiten schnell wieder da sind. Und vor allem auch hier auch das Dorfzentrum beschützen können, falls der Fall sein sollte, falls der Fall eintreten sollte, dass da irgendwas passiert. Ansonsten, ich habe ja hier gerade noch sein Schaf gesnackt, aber ihm gehört es auch schon wieder. Und ansonsten macht er gerade, ja, man sieht schon hier, es gibt hier nicht viel Platz, also er kann nicht zu viele Leute da hinschicken. Einfach weil die hier alle verstaut sind, ne? Also das ist einfach sehr, sehr komisch gesetzt. Ansonsten, ich habe hier, ich glaube, echt über 90% gescoutet. Ich wollte einfach die ganze Map mal gesehen haben. Ja, ich wollte mal schauen, was gibt es denn hier so alles zu finden, wo ist denn genau was und wo könnte er sich denn aufhalten. Und ja, hier einige Farmen. 3, 4 Leute sogar an Gold und eigentlich auch ganz cool. Also
hier habe ich auch extra die Schießanlage nach oben gesetzt, dass die ganzen Einheiten, die hier rauskommen, direkt diesen Vorteil haben, falls irgendwie er angreifen sollte oder sowas. Wobei die Burg eigentlich besser gewesen wäre. Wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, es wäre viel besser, die Burg hier hinzusetzen. Obwohl, ja, obwohl sie eigentlich auch hier besser wäre. Dann würde sie Stein und Gold ein bisschen mehr beschützen. Aaron ist auch in der Feudalzeit. Und ansonsten, ich wollte hier, ich weiß gar nicht mehr, wollte ich hier First Castle machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, da wollte er einfach ganz gediegen spielen, ohne viel Stress zu machen. Und ihr seht hier schon, die Dorfbewohner stehen hier einfach rum, machen gar nichts. Und was macht dieser berittene Speer hier? Also, ich sehe keinen Sinn, ihn hier stehen zu lassen. Aber warum steht meiner hier? Also, das ist genauso dumm eigentlich. Also daher, hier schicke ich gerade ein paar Bogenschützen nach vorne. Was habe ich da eigentlich genau gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Genau, ich wollte die Mitte hier einnehmen. Ich wollte, dass ich hier ein bisschen Kontrolle nach vorne bekomme, einen kleinen Push nach vorne hinbekomme vor allem. Und habe hier auch einen Dorfbewohner hingeschickt. Was habe ich jetzt hier gemacht? Einen Außenposten, einfach umzuschauen, genau, was hier so vor sich geht. Ich wollte schauen, ob hier das Gold an sich reißt, aber dann war nicht so. Ansonsten habe ich auch nicht viel Einheiten hergestellt, glaube ich, anfangs. Hier habe ich erstmal direkt mich ans Gold gesetzt, dass ich diese Stelle schon mal für mich beanspruche. Und wie gesagt, es kamen nicht viele Einheiten raus. Es war eher eine ruhige Runde. Ich wollte einfach schauen, dass er hier nicht zu viel, ja, nach vorne pushen kann. Eine Schmiede fertiggestellt. Ansonsten kein Marktplatz. Ah, genau, hier erstmal Befiederung. Als nächstes kam da auch Botkin Arrow. Und ja, der Speer steht hier rum, macht einfach nichts. Und hier holen sie sich übrigens gerade ein Reh. Ziemlich weit weg vom Dorfzentrum. Okay. Es ist schon wirklich sehr, sehr weit weg. Aber ansonsten war es wieder echt relativ ruhig. Vor allem muss auch sagen, Azteken sind echt ein ziemlich starke. Also sie können, wobei Inka, ja. Gut, sind relativ ähnlich wie bei Azteken von den Einheiten her. Und die können ja auch ziemlich stark werden. Ich meine, die haben jetzt noch die Schleuderer und ich glaube, die haben halt speziell halt diese Speerkämpfer, diese Langspeerkämpfer, wie auch immer die heißen, ich habe keine Ahnung. Können auch stark werden. Wenn man es richtig nutzt und wenn man auch zeitlich schnell ist. Bin jetzt in der Ritterzeit angelangt und direkt erstmal die Schubkarre entwickeln. Also ich wollte hier einfach nach und nach ein bisschen die Öko ein bisschen pushen. Hier werden dann noch die nächsten Rehe geholt. Und hier habe ich den Schleuderer hergestellt, genau. Ich habe die Schleuderer nämlich niemals genutzt und wollte immer mal austesten, was sie da genau machen. Und ihr seht schon, ihr hört schon, besser gesagt. Ich habe einfach 1000 verschiedene, ja, die Sachen hier entwickelt. Einfach um die möglichst stark zu machen. Wollte hier, wie gesagt, gar nicht so viel Einheiten herstellen, sondern eher starke Einheiten herstellen. Brandstiftung auch schon hergestellt, dass hier einfach die ganzen Einheiten ein bisschen stärker werden. Da werden auch, glaube ich, noch ein paar Einheiten rauskommen. Hier aus der Kaserne. Und hier werden weiterhin die Rehe geholt. Der Speer von ihm. Wo ist denn der jetzt eigentlich hin? Wo ist der Speer hin? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er ist tot. Also ich habe keinen Plan mehr. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Keine Ahnung, wo er ist. Hier kommt der erste Bogenschütze raus. Aber kein Speer. Keine Ahnung, wo der hin ist. Wo der hin verschwunden ist. Keine Rehe mehr für ihn. Hier doch noch eins. Und dann kommen die hier, aber das wird gefährlich. Also dann kommt der zu meinen, glaube ich, auch. Und das ist natürlich nicht so gut, ne? Stall auch gebaut, Schießanlage gebaut, die ersten Bogenschützen kommen auch raus. Und einige Häuser hier gebaut, eine schöne Anordnung auf jeden Fall. Oh genau, jetzt wollte ich hier die Waffenschmiede noch bauen für ein paar Ramböcke, dass hier ein bisschen was noch gestärkt wird für die ganzen, für das Dorfzentrum, für die ganzen weiteren Gebäude, vor allem die ganzen Kriegsgebäude hier. So, die machen jetzt aber nichts mehr. Mein Speer läuft hier rum. Ich glaube, ich habe auch. Ja, also ihr seht schon, ich habe ziemlich alles erkundet hier. Hier noch ein bisschen Backgold. 35, okay, da wurde ich auch schon wieder haust. Ich habe hier echt, wie gesagt, ich habe hier einfach gar nicht viel gemacht. Ich wollte vor allem auch aufpassen, dass mein nächster Gegner einfach nicht zu viel sieht von dem, was ich so. Alles nachher, ja. Also ich wollte einfach ein bisschen ruhiger vorgehen, einfach ein bisschen Kontrolle erlangen und gar nicht so weit vorpushen. Oh, was war da hier?
Oh, ich habe mir mein Adlerspeer ist irgendwie hier reingeraten, wie auch immer. Ich glaube, hier wollte ich noch ein bisschen auskundschaften, dann ist er irgendwie wieder ins Kreuzfeuer geraten. Und hier kommen noch ein paar Ambusschützen auf jeden Fall. Es kommen ja gleich nach und nach ein paar Einheiten noch, aber nichts mehr Großes. Hier noch ein Skorpion, wollte einfach ein paar Sachen rausnehmen für mit in den Krieg, aber es war einfach kein großer Angriff. Wie gesagt, wir hatten Zeit, es gab keine Eile, es gab nicht viel zu machen. Ich habe aus irgendeinem Grund das Elite-Plänkler-Upgrade gemacht für 3 Elite-Plänkler. Komisch, aber nun ja. Und da bin ich auch schon wieder Horst. Adlerkrieger. Stimmt, ich habe Adlerspeer. Ich habe erst den Adlerkrieger hier entwickelt. Stimmt, ja. Und wollte einfach von ein paar Stärken der Inkas ausnutzen oder einfach der ganzen Kultur, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie nennt man das denn? Also Maya, Azteken, Inka und so weiter und so fort. Die haben ja alle, ich sag mal Kultur, ne? Das ist einfach das Nächste, was rankommt. Und hier gehen auch die ganzen Leute schon mal in Stellung. In Richtung Angriff. Und da geht's auch schon weiter. Hier ein bisschen eine kleine Schlacht führen, ja? Also das Ding ist einfach, ich habe zu starke Einheiten. Schaut euch diese Upgrades noch alle an. Also, es ist logisch, dass er einfach nichts machen kann, vor allem noch mit Feudal-Einheiten. Das ist einfach vom ersten Moment quasi schon gewonnen. Einfach durch diesen Vorteil. Ihr müsst mir vorstellen, wenn euer Gegner eine Zeit vor euch ist, dann könnt ihr nicht einfach so gegen ihn antreten. Also, außer ihr seid wirklich in der Riesenübermacht. Ansonsten wird das so einfach nichts. Einfach durch die ganzen Upgrades, die schon gemacht werden können. Die Einheiten des Gegners werden automatisch auch schon stärker und das ist einfach auf Dauer nicht machbar für eure Feudalzeit-Einheiten. Ebenso mit Ritterzeit und Imperialzeit, das ist einfach allein die Triebwerke und die ganzen Endzeit-Entwicklungen, die ihr da machen könnt, das ist einfach ein bisschen viel. Und eigentlich, ich weiß gar nicht, was denn hier genau passiert, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Eigentlich werden hier gerade alle Einheiten. Er hat hier noch 3 Dorfbewohner, nice. Aber ich dachte eigentlich, ich muss nur die ganzen Sachen abreißen, dann habe ich gewonnen. Dem war dann aber nicht so. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Dann wusste ich, okay, er hat irgendwo noch Einheiten hingeschickt, wo es auch immer ist. Ja, und dann habe ich die ganzen Adlerkrieger hier losgeschickt. Ihr seht schon alle in verschiedene Richtungen, einfach um zu schauen, wo ist er. Der holt sich gerade Rehe, sehe ich gerade. Nice. Wo ist denn der dritte hin? Irgendwie ist er verschwunden. Oh, nein. Was ist denn hier passiert? Irgendwie habe ich ihn übersehen. Ah, okay, da habe ich ihn gesehen. Ah ja, okay, hier habe ich das Holzfällerlager gesichtet. Jetzt hier die beiden noch, also was ist das hier noch genau? Und hier, okay, jetzt habe ich ihn auch angedrückt. Das war dann auch. Ja. Gut, das war es auch gewesen. Mit dieser Runde. Ich stimme noch zu der Häuser. War keine große Gefahr. Jetzt ich war mir jetzt nicht sicher, was ich da genau machen sollte. Ich habe gedacht, okay, erstmal eine langsame Runde ist ja alles, erstmal ruhig, ja. Ein bisschen Kontrolle in der Mitte erlangen und eine starke Öko bekommen und dann, ja, wird es schon kein Problem. Ich würde mal sagen, bis zur nächsten Runde, Leute. Auf jeden Fall drunter schreiben in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und dann würde ich mal sagen, ich freue mich auf die nächste Runde. Euer Naru.